Geh mal schlafen. Nein. Nein? Ich würde sagen, doch. Guten Morgen. Jetzt ist der zweite Tag auf der Ostsee. Es ist, wie spät ist denn jetzt eigentlich, ja? 7:45, ne, glaube ich, ist jetzt. Ich habe jetzt gerade für die Kamera, nee, 8 ist sogar, 8 Uhr morgens. Ich habe jetzt einen kurz Platz gesucht für die Kamera, wo es windstill ist. Könnt ihr es euch mal angucken, hier steht eine Mauer, da ist windstill, weil ich ja momentan ein schlechtes Mikro habe, sozusagen. Da die Dame ja kaum was isst, ne, müssen wir jetzt nochmal zum Supermarkt, da gibt es ein paar Sachen, da kaufen wir ihr Quetschis, diese frechen Freunde. Die isst sie unheimlich gerne, kaufen wir jetzt da mal ein, dass sie halt auch was zu essen hat. Weil sonst verhungert sie total. Die Kugel von ihr muss genährt werden. Ich nehme euch mit und dann geht's zum Frühstück. So, ich hoffe, jetzt ist das Kind endlich zufrieden. Diese Riegel, die sind echt klasse. Da ist zwar ein bisschen Rohrohrzucker drinnen, aber kann man trotzdem empfehlen, weil es ist immer noch Rohrohrzucker. Ist immer noch besser als normaler Zucker. Und ein bisschen Sonnenblumenöl ist drinnen, das ist schlecht. Ansonsten sind die Riegel absolut klasse, kann ich nur empfehlen. Und jetzt gibt's auch für uns Essen. Also, Frühstück ist erledigt, wie ihr ja gerade gesehen habt. Badewetter ist heute auf jeden Fall nicht draußen, so wie das aussieht. Das sieht absolut schrecklich aus. Wie ihr sehen könnt, total windig. Ein paar Mal kam jetzt auch die Durchsage, hört man immer von der Wasserwacht, dass das Schwimmen für Badegäste verboten ist. Ich vermute mal, einfach viel zu gefährlich. Wäre ja auch kein Wunder. Wir haben jetzt, beziehungsweise ich wollte eigentlich auch mit ein Schläfchen machen. Meine Mädels haben geschlafen. Ich saß noch ein bisschen am PC. Kaum habe ich mich hingelegt, ist die Kleine aufgewacht. Also habe ich jetzt nicht geschlafen. Es ist jetzt 12 Uhr mittags. Habe ich das jetzt schon mal gesagt? Genau, gleich hier wie gestern. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Wir fahren jetzt irgendwo hin. Meine Freundin hat vergessen, wohin, auf jeden Fall mit dem Auto. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Die Mädels machen sich noch hübsch. Seid ihr hübsch? Ja, dann kann's ja losgehen. Auf geht's! Just take your bag and get some racks. Forget your bed, open your eyes. Forget your bed, open your eyes. Tell all your friends you don't come back. We're living now. Just take your bag, I get some rocks. Forget your bed, open your eyes. Tell all your friends you don't come back. We're living now. Pudding-Veganer hat zugeschlagen. Heute gibt es mal Pommes. Endlich kann ich mal außen sprechen mit euch, weil endlich kein Wind mehr geht. Ich habe ja kein vernünftiges Mikro momentan. Deswegen stört das beim Wind, deswegen spreche ich so wenig. Aber jetzt kann ich, weil kein Wind geht. Wir waren jetzt gerade in Zinnowitz. Vielleicht haben es manche von euch erkannt. Auf jeden Fall war es das jetzt mit Zinnowitz und jetzt fahren wir ins Hotel zurück. So, zurück im Hotel. Meine Mädels sind jetzt noch schwimmen gegangen, ich aber nicht, weil ich einfach jetzt kommt die Müdigkeit hoch von der vorletzten Nacht, wo ich ja bloß 2 Stunden effektiv geschlafen habe. Deswegen haue ich mich jetzt noch mal ein bisschen ins Bett und ich denke mal, das nächste, was ich machen werde, ist wahrscheinlich essen gehen. Essen gibt's.
Run to the sea, forget your past. Hold your friend, you won't come back. Bye bye. Wie ihr seht, war es das eigentlich auch für heute. Abendessen war heute wirklich auch ein bisschen enttäuschend. Die Dame, die sich darum gekümmert hatte gestern, die war heute nicht da. Aber die Köchin war so nett, die hat uns nochmal Gemüse mit Pesto gemacht. Vegan hat sie uns nochmal angerichtet. Das, wie ihr ja gesehen habt. Mama! Wie ihr gesehen habt, habe ich das dann noch ein bisschen mit Reis und Kartoffeln vermischt. Habe das auf zwei aufgeteilt und war es das eigentlich auch. War ganz lecker. Gute Notlösung, sagen wir mal so. Eine sehr gute Notlösung. Nachtisch wollte ich mir nochmal holen. Obstsalat war leider nichts mehr da. Ich habe mir dann noch zwei Pflaumen geholt. Das war's dann eigentlich auch. Hast du sie zugedeckt? Aber nicht so. Jetzt sitzt das Kind unter der Decke und schreit. Oh, du bist müde, ne? Da fällt mir nur ein, ich habe euch ja heute früh erzählt, dass wir eigentlich freche Freunde für unsere Tochter kaufen wollten. Die gab es nicht, deswegen haben wir die nicht gekauft. Dafür haben wir was anderes gekauft. Also nicht, dass ihr euch wundert, weil ich gesagt habe, welche Freunde, haben wir was anderes gekauft. Dann ist der Tag heute eigentlich auch vorbei. Ich setze mich jetzt noch am Rechner und mache das Video für euch fertig. Dann geht's ins Bett und morgen gibt's einen neuen Tag. Zum Abschluss seht ihr mich jetzt mal nicht. Ich lasse euch jetzt noch die Aussicht genießen. Trotzdem, Standardsatz, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst, ihr wisst ja Bescheid, abonniert meinen Channel, einfach hier unten auf Abonnieren klicken und dann hoffe ich, schaltet ihr morgen wieder ein. Ciao, euer Stefan.